dass man neugierig und offen bleiben soll oder das versuchen sollte und sich nicht einigelt, auch wenn man schon verletzt worden ist. Weil wenn man sich einigelt, dann vergibt man sich die Möglichkeit, neue, schöne Menschen zu treffen. Und, man hat natürlich auch die Möglichkeit, dass man verletzt wird, aber das muss man eben so austarieren, man muss das sehen. Also ich glaube, der Sinn im Leben ist ja eigentlich die Liebe und die Freundschaft. Ne? Also dafür ist man, glaube ich, auf der Welt. Und je mehr Freunde, gute Freunde du hast, desto gesegneter bist du. Interessiert dich das? Dann gebe ich das. Klar, irgendwie. Aber. Erstmal nicht. Ich glaube, nee, für mich ist erstmal nicht, aber ich glaube, darüber freuen sich doch alle. Hast du überhaupt nichts mitzureden? Ja, genau. Das ist immer noch meine Entscheidung. Ja, genau. Nee, das nicht, aber ich habe halt auch Lust, mit Holz zu arbeiten. Ja, mal gucken, wie. Also, es gibt ja noch kein Drehbuch. Aber ich hätte auf jeden Fall Lust. Okay. Ja, ich schreib dir eine schöne Rolle, wenn du endlich schwanger wirst. Also ich habe mehr zugeguckt, aber so ab und zu. Ich bin mal am Gym vorbeigelaufen. Genau so. Ich habe da irgendwie Spaß dran. Ich habe das Gefühl, ich lerne immer mehr, ich werde innerlich freier, schmeiße Ballast ab, werde mutiger, entdeckungsfreudiger und mir gefällt das gut. Ich möchte noch eine Weile weitermachen. Ich bin auch jemand, der so wie dem Schicksal so vertraut. So dann, dass ich, und in entscheidenden Momenten kann ich dann auch ruhig bleiben, weil ich weiß, ich kann jetzt nichts beeinflussen. Entweder er kommt oder er kommt nicht. Und dann das Richtige wird schon passieren. So bin ich unterwegs.